So, hallihallo liebe Freunde, ich möchte mit euch heute Abend über ein Objektiv sprechen. Ein Objektiv, das meiner Meinung nach viel zu sehr unterschätzt und als minderwertig bezeichnet wird, obwohl es wirklich abliefert. Die Rede ist von diesem kleinen Scheißer hier, und zwar vom 16mm 2.8 Canon RF STM. Ja, willkommen zurück. Mein Name ist Dennis, ihr schaut der Pfleger Fotografie und ich will mit euch heute Abend, wie schon angesprochen, über genau dieses Objektiv hier sprechen, nämlich das 16mm 2.8 von Canon STM. Meiner Meinung nach, wie schon am Anfang gesagt, ein total schlecht gesprochenes Objektiv, welches als schlechtes Objektiv bezeichnet wird. Ich sag euch gerne, was ich an diesem Objektiv so mega finde. Ich finde, zum einen hat es eine Naheinstellgrenze von gerade mal 13 cm. 13 cm. Und zwar, ich weiß nicht, hat man euch wahrscheinlich, oder einige von euch werden es wissen, 13 cm werden ab dem Sensor gemessen. Das heißt, wir haben ungefähr so viel, wo wir an unser Objektiv, an unser Motiv ran können und können dann fotografieren. Zusätzlich hat das Objektiv einen RF-Drehring. Dort könnt ihr wieder drauflegen, was auch immer ihr wollt. Dann hat das Objektiv gerade mal 165 Gramm. 165 Gramm ist nicht wirklich schwer. Ich mache meine meisten Videos, die ich bisher für euch produziert habe, immer mit diesem Objektiv. Hat zwar nicht mehr viele Einstellmöglichkeiten, außer hier den Focus und Control. Mit diesem Focus und Control stellt ihr einmal, entweder wird der Fokus gesteuert oder wenn ihr auf Control geht, wird der RF-Ring hier vorne gesteuert. Was ihr dann da drauf legt, macht ihr wieder ganz normal über euren Kamerabuddy und stellt dort ein, was ihr am RF-Ring drauf haben wollt. ISO, Blende, Verschlusszeit. Könnt ihr alles da drauf legen, gar kein Problem. Deswegen dieser RF-Control-Ring. Ja, wenn ihr das Objektiv dann zusätzlich an einer APS-C-Kamera benutzt, dann habt ihr eine Brennweite von 25,6 mm. Wie schon gesagt, das Objektiv ist sehr kompakt in der Bauweise. Ihr habt hier vorne zwar bloß ein 43 mm Filtergewinde, aber wann braucht man das auch? Für was nutze ich zum Beispiel dieses Objektiv? Ich nutze das Objektiv wirklich sehr, sehr gerne, gerade im Bereich der Astrofotografie. Natürlich, wir müssen überlegen, wir reden hier von einem Objektiv, das zwischen 200 und 300 Euro kostet, je nachdem, von welchem Hersteller oder von welchem Photoshop ihr das bezieht oder welche Angebote ihr gerade da kriegt. Wir müssen unterscheiden, wir haben hier keine 15 bis 35 mm 2.8 Canon RF USM. Wir haben natürlich leichte Unschärfen in der Seite, also in den Bildrändern. Dafür ist das Bild schon relativ sehr gut scharf in der Bildmitte bei 2.8 und wird zu 5.6 natürlich immer besser und besser. Ich zeige euch hier mal gerne ein paar Vergleichsbilder. Nebenher blende ich die gerne ein. Aber gerade in der Astrofotografie nutze ich dieses hier sehr, sehr gerne. So habe ich letztes Jahr auf dem Feldberg
ein Bild machen können. Natürlich ist eine Bildreihe bestehend aus 10 Aufnahmen vom Sternenhimmel und bestehend aus einem Darkframe, zusammengesetzt damals noch ins Äquator. Aber das ist mit diesem Objektiv hier aufgenommen worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Objektiv kann für diesen Preis echt viel. Und deswegen, ich lese es immer wieder im Internet, ich kaufe mir lieber das 1535 2.8. Ja, kann man machen, wenn man die Kohle dafür hat. Wir reden hier aber auch von einem 2000 Euro Objektiv im Gegensatz zu einem 300 Euro Objektiv. Und deswegen kann ich nur sagen, das Ding hier ist ein absoluter Game Changer, finde ich für meine Begriffe, weil ich habe mir das damals eigentlich gekauft, echt nur zum Film. Ich habe gesagt, ich brauche auf der R7 als Filmobjektiv was Kleines, Kompaktes und will hier dieses 16mm drauf haben. Wie schon erwähnt, 25-6 mit dem Cropfaktor. Bei der R7 ist ja eine APS-C-Kamera und deswegen habe ich gesagt, ja, das reicht mir vollkommen und und so verschwende ich mein 14-35 nicht, das ich eigentlich für Landschaften brauche. Ich verschwende mein 24-70 nicht, das dann langsam von Sigma ziemlich schwer wird, auch auf dem Gimbal. Und die anderen Objektive wären sowieso echt eh zu groß, 70-200 und das 100mm, was ich da noch drauf habe, da müsste der Gimbal irgendwann zu weit wegstehen. Deswegen das hier. Dann habe ich aber gesagt, okay, Sterne fotografieren mit dem 4.0er geht natürlich. Klar, muss ich natürlich mit der ISO extrem hoch und kann dann Sterne fotografieren. Gar kein Problem. Aber ich will natürlich auch irgendwo eine Blende 2.8 haben, damit ich auch ordentliche Bildergebnisse rauskriege mit nicht ganz so hohem ISO-Rauschen. Ich meine, klar, wir reden heute hier von Meckern auf hohem Niveau, weil wir kriegen das ISO-Rauschen immer wieder gut rausretuschiert. Gerade wenn wir eine Reihenaufnahme machen und sie dann in irgendeinem Stacking-Programm zusammensetzen, da kriegen wir echt gute Bildergebnisse hin. Aber ich wollte eben für meine Begriffe eben eigentlich auch ein lichtstarkes Objektiv. Gerade vielleicht auch mal als Single-Shot, weil ich sage, okay, das passt gerade, aber die Zeit reicht nicht mehr. Und so habe ich letztes Jahr einfach dieses Objektiv hier dreimal benutzt für die Sternenfotografie. Bilder blende ich gerne ein. Und war echt zufrieden. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich lese es ganz, ganz oft im Internet, dass dieses Objektiv hier nicht gut sein soll. Und ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Also die neuen Objektive, auch STM, man nehme alleine das 200-800, was jetzt rausgekommen ist, obwohl es weiß ist. Und obwohl das richtig gut abliefert, ist auch nur ein STM. Und kein USM. Also wir reden hier von einem Objektiv 300 Euro gegen 2400 Euro, was das 1535 2.8 kostet. Und dafür liefert das hier echt genial ab. Also von mir gibt es dafür echt eine klare Kaufempfehlung und ich kann das Ding hier wirklich für jeden empfehlen, der mit der Astrofotografie starten möchte. Kann ich das hier als Anfangsobjektiv wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut empfehlen. Und wenn ihr dann das nötige Kleingeld habt und sagt, okay, die 2400 Euro investiere ich, um Astrofotografie zu machen, ins 1535 2.8 USM, dann tut ihr das. Dann lasst euch nicht aufhalten, gar kein Problem, schöne Sache. Aber das hier reicht vollkommen aus. Ihr habt es anhand von den Bildern gesehen, das reicht vollkommen aus. Und zusätzlich habe ich das 16mm auch gerne mal ab und zu zum schnell noch ein paar Shots zu machen. Wenn es schnell gehen muss und ich die andere Kamera gerade irgendwo anders eingesetzt habe, dann nehme ich sie auch mal gerne auf meinem Gimbal die R7 und mache mit dem Objektiv hier noch ein schnelles Foto
Und auch der Blendenstern kann sich echt sehen lassen. Also lasst euch nicht erzählen, dass billig bei Canon nur billig ist und nichts wert ist, sondern das ist wirklich echt ein schönes Objektiv und kann viel. Und von dem her, wer mit der Astrofotografie einsteigen möchte und wer Astrofotografie liebt, Canon-User ist, sollte sich unbedingt dieses Objektiv hier zulegen. Auch für Landschaften sehr gut geeignet. Meine Empfehlung, Canon RF 16mm STM 2.8. In diesem Sinne, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute, macht's gut, euer Dennis. Schöne Grüße vom Bodensee.